Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im November hatte ich in Zusammenarbeit mit Coco Laben ein Video veröffentlicht, in dem ich eine meiner Lieblingsfrüchte vorgestellt habe. Das war die Papaya. Und am Ende des Videos haben wir auch ein Papaya-Paket verlost. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Heute gibt es wieder ein Video in Zusammenarbeit mit Coco Laben und heute stelle ich euch eine andere Lieblingsfrucht von mir vor und das ist die Mango. Ich habe für dieses Video drei verschiedene Mangosorten zum Testen bekommen und die stelle ich euch in diesem Video vor. Seit Sommer 2018, also seit letztem Sommer, praktiziere ich die schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret und für diese Ernährungsform sind mir hochwertige, reife Früchte wichtig, die ja einen Teil dieser Ernährung ausmachen. Neben grünem Blattgemüse, Gemüse, Wildkräutern, Sprossen, Grünkraut und noch einigen anderen Lebensmitteln. Man unterscheidet ja bei Früchten die klimakterischen Früchte von den nicht klimakterischen Früchten. Zu den klimakterischen Früchten gehören zum Beispiel Mangos und Papayas und Äpfel und Birnen. Das sind alles Früchte, die nachreifen können. Aber es ist auch wichtig, dass diese Früchte nicht zu früh geerntet werden, dass sie ihr ganzes Nährstoffspektrum ausbilden können und auch ihr Aroma und auch eine gewisse Süße ausbilden. Und diese Qualität ist bei Coco Laben auf alle Fälle gegeben, da ich seit letztem Februar schon einiges von Coco Laben testen durfte. Ich zeige euch jetzt erstmal die drei Mangosorten plus drei Lebensmittel, die ich auch testen durfte. Ich habe eine wundervolle Lieferung von Coco Laben bekommen. Ihr seht hier Medjool-Datteln, Haselnüsse und Cashewkerne in Rohkostqualität. Und ich darf drei verschiedene Mangosorten testen. Hier die großen Mangos mit der schönen rot-gelben Farbe. Das sind Kent-Mangos, das sind 6 Stück. Dann haben wir in der Mitte hier kleinere Mangos. Das sind 2 Kilo Atolfo-Mangos. Und hier auf der rechten Seite sind 3 Kilo Mangos der Sorte Namdok Mai. Ich habe diese Lieferung vor 3 Tagen bekommen und schon am ersten Tag von jeder Mangosorte eine probiert. Also die Mangos kommen auf alle Fälle so, dass man schon 1-2 Mangos essen kann und die anderen Mangos reifen dann allmählich nach. Und das finde ich auch ganz gut, dass die Mangos nicht alle gleich hart ankommen oder alle gleich reif, sondern dass ich die Möglichkeit habe, die Mangos über Tage verteilt dann aufzuessen. Ich habe die Frucht Mango auf meinen Afrika-Reisen in Ghana und Tansania, das war 2002, 2003, lieben gelernt. Davor habe ich in Deutschland kaum Mangos gegessen, weil mir einfach diese Sorten nicht zugesagt haben. Es gab wenige Sorten. Ich kann mich an eine Sorte aus Brasilien erinnern. Die war sehr fasrig und schmeckte überhaupt nicht. Also das Aroma hat mir überhaupt nicht zugesagt, auch nicht die Konsistenz. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, was man an dieser Frucht finden konnte, bis ich dann nach Afrika kam und da auch verschiedene Sorten, wirklich hochwertige, reife Mangos kennengelernt habe. Und seitdem zählen die Mangos zu meinen Lieblingsfrüchten, die ich nicht täglich oder regelmäßig, aber in gewissen Abständen in hochwertiger Qualität genieße. Ich habe mit meinem 14-jährigen Sohn Simon die drei Mangosorten getestet. Er ist auch ein großer Mango-Fan und unsere Testung folgt jetzt. Ich werde jetzt mit meinem Sohn Simon die drei Mangosorten testen und wir starten mit der Mango Kent. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, eine Mango zu essen. Wir machen das folgendermaßen. Der Simon hat jetzt hier schon eine Hälfte abgeschnitten. Dann wird noch die andere Hälfte abgeschnitten. Und die löffeln wir dann einfach aus. Und das Fleisch, was um den Kern herum ist, dann schälen wir einfach dieses Stück. Und entweder knappen wir das Fruchtfleisch vom Kern oder aber wir schneiden das Fruchtfleisch vom Kern und dann haben wir einfach kleine Stücke. Simon hat jetzt ein bisschen viel Schale mit Fruchtfleisch abgeschnitten, aber da kann man ja einfach das Fruchtfleisch von der Schale knabbern. Oder wir können ja auch erstmal, Simon, wir können ja auch erstmal testen. Nimm dir ruhig eine Mangohälfte. Ein Löffel liegt ja auch da. Dann teste bitte erstmal jetzt eine Mango. Also die macht einen sehr hoch saftigen Eindruck. Und jetzt auch noch ganz wichtig, wie schmeckt diese Mango? Gut. Gut, schön aromatisch. Werde dann auch mal die andere Hälfte probieren. Also auf alle Fälle saftig, faserfrei. Ist faserfrei, ne? Mhm. Ist ja auch immer wichtig. Ich mag zum Beispiel keine Mangos mit so vielen Fasern und bleibt das immer zwischen den Zähnen stecken. Das ist immer recht unangenehm.
Also ihr seht, butterweich kann das Fruchtfleisch herausgelöffelt werden. Wir testen die nächste Mangosorte. Das ist die Mangosorte Ataulfo. Simon, du kannst sie gerne wieder so schneiden, wie wir das immer mit Mangos machen. Auch ein schönes gelbes Fruchtfleisch. Macht auch erstmal einen saftigen Eindruck. Die andere noch. Oh, da kommt schon ein schönes Aroma kommt schon in die Nase. Okay, Simon, du testest als erstes. Ist eine schöne Farbe. Mhm. Und? Lecker. Also die Mango ist auch auf alle Fälle faserfrei, hat einen süßen, intensiven Mango-Geschmack. Also wirklich lecker. Simon, wenn du entscheiden müsstest zwischen Kent und dieser Mango, was schmeckt dir bis jetzt am besten? Kent. Kent schmeckt dir am besten. Also ich finde auch diese Mango hier sehr reizvoll vom Geschmack. Also wirklich auch sehr lecker. Als nächstes testen wir die Mangosorte Nam Doc Mai. So Simon, teste bitte mal die Nam Doc Mai. Hast du die schon mal gegessen, die Mangosorte? Nein. Also die Mango macht auch einen faserfreien Eindruck, ne? Ohne Faser. Und Simon, wie schmeckt dir die Mango? Die Mango ist okay, aber die anderen haben mir besser geschmeckt. Okay, also dein Favorit ist die Kent, dann die Ataulfo und dann die Nam Doc Mai. Ich bin jetzt auch mal gespannt und werde jetzt mal probieren. Ich habe jetzt die Nam Doc Mai auch probiert. Eine Mango mit einem intensiven Aroma. Sie schmeckt süß, aber geht auch ganz leicht ins Säuerliche. Am liebsten esse ich Mangos, generell reife Früchte pur, also Mono, als Monomahlzeit. Dann nur die Früchte, maximal noch etwas Grün hinzu. Ganz selten bereite ich mir mit reifen Früchten auch kleine Speisen zu. Und jetzt folgt eine kleine Inspiration, was ich mir manchmal im Sommer gern mit Mangos zubereite. Aus einer Kent-Mango, ein paar Medjool-Datteln und Zutaten wie Gurke, frische Tomate, getrocknete Tomate und Basilikumblättern habe ich frutarische Burger hergestellt. Das ist eigentlich ein Rezept, was ich mir gerne im Sommer zubereite, wenn es wirklich frische regionale Tomaten gibt. Und für dieses Video habe ich extra mal wieder frutarische Burger hergestellt, um zu zeigen, wie ich Mango noch weiter verwende. Ihr habt ja gesehen, neben den drei Mangosorten enthielt die Lieferung von Coco Loven auch Haselnüsse mit Medjool-Datteln und Cashewkerne in Rohkostqualität. Aus Cashewkernen, Datteln und einem Gewürz stelle ich auch gerne Energiebällchen her, zum Beispiel für Potlucks-Treffen oder für meinen 14-jährigen Sohn. Aus Cashewnüssen und Medjool-Datteln von Coco Loven und noch etwas Vanillepulver habe ich diese einfachen Energiebällchen hergestellt. Sie bestehen zu einem Großteil aus den Cashewnüssen und aus wenigen Medjool-Datteln, die bringt dann so eine leichte Süße. Und die Medjool-Datteln haben ja auch so was Karamelliges. Also es ist wirklich eine feine Komposition. Cashewnüsse, Medjool-Datteln und Vanillepulver. Ich persönlich esse wenig Nüsse und wenn, dann weiche ich mir die Nüsse ein, um sie einfach verdaulicher zu machen. Oft weiche ich zum Beispiel dann Haselnüsse, wie ihr sie im Video gesehen habt, solche Haselnüsse weiche ich in Wasser ein, ca. 20 bis 24 Stunden und dann dörre ich sie im Dörrgerät wieder trocken und kann sie dann weiterverwenden oder auch pur essen und sie sind dann viel verdaulicher als die uneingeweichte Form. Ab und zu stelle ich mit den Haselnüssen auch Energiebällchen her oder Kuchen oder auch Schoko-Haselnuss-Cookies für meine Jungs. Aus einigen Haselnüssen und Medjool-Datteln von Coco Loven sowie Haferflocken, etwas Dattelsirup, etwas Kakaopulver, einigen veganen Schokotrops habe ich diese Haselnuss-Schoko-Cookies hergestellt. Die
lege ich jetzt noch an mein Dürrgerät und lasse sie noch etwas trocknen. Ihr findet im Onlineshop von Coco Love neben verschiedenen Früchten und die Fruchtpakete eben bezüglich Papaya, Ananas und Mangos auch die Links zu den Cashewnüssen, zu den Medjool-Datteln und zu den Haselnüssen. Ich habe euch in diesem Video drei Mangosorten vorgestellt, die Mango kennt, die Mango Atulfo und die Mango Nam Doc Mai. Jetzt habe ich gerade noch die Information von Coco Love bekommen, dass es auch die Möglichkeit gibt, die Mango Edward Bio zu bestellen. Das ist auch eine sehr tolle Mangosorte mit einem ganz genialen Aroma, die kann ich auf alle Fälle auch empfehlen. Bei Coco Love gibt es jetzt eine Aktion. Coco Love hat die Mangosorte Edward mit ins Sortiment aufgenommen und da gibt es jetzt ein fantastisches Angebot. 4 Kilo Mango Edward für 44,44 €. Das ist wirklich ein sehr gutes Angebot für eine sehr hochwertige und geniale, leckere Mangosorte. Schaut einfach in den Shop von Coco Love rein und verpasst nicht dieses Angebot. Coco Love verschickt Überseefrüchte, das heißt tropische Mangos. Normalerweise sind in den Tropen die Bedingungen zum Anbau von Mangos besser. Das heißt, es gibt eine hohe Luftfeuchtigkeit und es bestehen durchgehend hohe Temperaturen. Deshalb schmecken diese Mangos aus Übersee oftmals besser als die spanischen Mangos. Es ist natürlich auch ein besonderer Luxus, sich Überseefrüchte zuschicken zu lassen, aber gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist das mal ein besonderes Geschenk an sich selbst oder für die Familie oder Freunde. Also es gibt für mich immer mal Anlässe, wo ich mir solche tropischen Genüsse einfach schenke. Ihr könnt jetzt am Ende auch wieder etwas gewinnen. Jeder, der kommentiert, nimmt an der Verlosung teil. Ihr könnt ein Mango-Paket gewinnen. Schreibt einfach in euren Kommentar, welche Mangosorte ihr gewinnen möchtet. Ihr könnt bis Dienstag, den 10.12. bis 12 Uhr unter diesem Video kommentieren und dann ziehe ich per Zufallsprinzip einen Gewinner und werde dann auch unter dem entsprechenden Kommentar kommentieren. Und es ist wirklich ganz wichtig, achtet bitte an diesem Tag darauf, ob ich euch antworte. Ihr müsst mir wirklich so schnell wie möglich wieder zurückantworten. Ich werde dann noch meine E-Mail-Adresse mit hinzugeben. Da könnt ihr mir schreiben und eure E-Mail-Adresse, Adresse schicken und wenn es geht auch eure Telefonnummer. Also seid am Dienstag einfach ein bisschen achtsam, ob ich euch als Gewinner ziehe. Für alle diejenigen von euch, die bei Coco Love bestellen möchten, da gibt es auch ganz tolle Papaya-Pakete und Ananas-Pakete. Das hatte ich ja schon in meinem Papaya-Video vorgestellt. Wirklich auch sehr, sehr gute Preise für diese hochwertigen Früchte. Coco Love hat ja ein bisschen höhere Versandkosten, aber dafür gute Kilopreise für die Früchte und das bietet sich dann vor allem für Vielbesteller an. Also schaut einfach mal rein, es gibt verschiedene Mango-Pakete, Papaya-Pakete, Ananas-Pakete, aber auch andere Früchte und ihr könnt bis zum Mittwoch, den 13.12. bestellen. Ich setze euch den Link zu Coco Love unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich freue mich jetzt über zahlreiche Kommentare und wünsche euch ganz viel Glück bei der Verlosung. Alles Liebe, bis ganz bald, eure Silke.